Leugnet das nicht. So. Jetzt habe ich zumindest so das Zeugs gemacht, wie es halt möglich ist. So, was wir jetzt theoretisch machen könnten, wären mal ein paar... Erstmal natürlich ganz kurz die IC2-Kabel weg. Was wir jetzt machen könnten, wären natürlich ein paar... Dinger. Ja, kennt ihr die? Dinger? Ja, Dinger sind schon echt nice, ja. Wir brauchen... Pipes. Jetzt müssen wir natürlich nur wissen, wie die Dinger nochmal hießen. Oder wir geben einfach Fassade ein. Face it. Angenommen, wir machen eine Steinfassade. Ne? Steine, ein Assembly Table und dafür Strukturrohre. Strukturrohre machen wir auch einfach nur so. Pflasterstein und Gravel. Haben wir Pflastersteine in der Rohre hier gerade? Ja. Machen wir doch mal ein paar. Gravel haben wir genug. Es fängt wieder an zu regnen. Machen wir mal ein paar Strukturrohre. Wir brauchen jetzt ein paar Cobblestones und wir brauchen Holz. Das wird nicht reichen. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Aber wir machen das Ganze mal etwas schicker. So. Jetzt sieht man, geht man nämlich direkt auf das Ding zu. So, wir brauchen zwei Strukturrohre und wir brauchen zum Beispiel zwei Cobblestones. Ja, was habe ich falsch gemacht? Achso, drei Strukturrohre braucht man. Dann haben wir doch eine ganz gute Menge gemacht. Und nur ein Stein. Und dann kriegt man 6 Fassaden, okay. Und das geht auch verdammt schnell. Gut, den Rest, den machen wir dann mit Holz kurz. Wurm. So, warum ich das jetzt gemacht habe, ist, damit wir einfach mal ein paar Rohre verstecken können. Das, was ich hier schon seit 3 Takes oder so predige, dass ich das schon immer mal machen wollte. Sieht aus wie neu, ne? Sieht aus, als wären da gar keine Rohre. Dasselbe machen wir jetzt hier einmal. Guck mal, wie das funktioniert. Das wird dann noch in denselben Block gezählt. Sprich, die Fackel hier kann einfach bleiben, weil das gilt ja noch zu diesem Block. So, und hier können wir das Ganze auch machen. Nur, dass das Rohr hier trotzdem durchgeht. Das bedeutet, wir machen damit die Dinger in der Theorie schöner. Weil... Das Rohr geht zwar trotzdem noch durch, funktioniert auch immer noch, aber es sieht etwas schöner aus, weil dieser Zwischenraum hier, weil die sind da nicht den ganzen Block groß, immer noch ganz gut aussieht. So, den Rest der Fassaden könnte man wieder zurückschicken, brauchen wir erstmal nicht mehr. So, habe ich Toggle Downfall noch drin? Ja. Dann hätten wir das auch geschafft. Der Raum hier ist fürs Erste fertig, zumindest tut er mehr, als man eigentlich möchte. Doch gar nicht. Er tut mehr, als man sich vorstellen könnte. Dann kann ich die ja eigentlich alle abbauen hier. Dann brauchen wir auch erstmal keine neuen Schilder kaufen. Weil ich habe ja alles jetzt auf meinem Zettel. Das waren nur so kurz Gedankengänge, damit mir das nicht wieder aus dem Kopf geht. Also, weil, falls es mir aus dem Kopf geht, dass ich es wieder in den Kopf reinkriege. Sozusagen. So, was haben wir denn noch so auf der Liste? Jetzt habe ich die Liste weggetan, obwohl wir die ja theoretisch gebrauchen könnten. Dass ich hier so professionell rangehe, das glaubt man ja ordentlich, ne? Nämlich, oh mein Gott, das ist so viel. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das Ganze vorzulesen? Ich weiß nicht. Vielleicht warte ich. Ich möchte lieber mal von euch wissen, was ihr glaubt, was noch gemacht werden soll. Also wirklich alles. Alles. Wenn jede kleine Sache. Wenn ihr meint, mach mir mal so ein Tor. Mach ich ein Tor. Oder das ist nur ein Beispiel. Ich will hier kein Tor.
jede kleine Sache hier. Das ist nicht keine Großprojekte. Nicht, also könnt ihr auch stellen immer. Nicht unbedingt. Ich rede und auch nichts, was schon geplant ist, wo ihr sicher sein könnt, dass ich da schon in Gedanken habe, wie Solar-Panel-Fabrik. Klar, dass ich die noch mache und klar, dass sie auch auf meinem Zettel steht. Die Villa oder sowas. Keine Ahnung. Also alles Mögliche, was wo ihr meint, hey Multi, da kannst du mal ran. Da kannst du mal so richtig auf den Putz hauen und das bauen. Weißt du? So. Gut. Was wir jetzt brauchen, und das ist so cool, ich muss nicht zurück zu meiner Villa. Modbomb hat mir mal wieder die Haut gerettet, wie auch so oft. Nee. Modbomb und Obi-Lan sind so die Helden des Tages. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, wir sind jetzt hier mal ein bisschen in der Homo-Villa. Das ist für mich immer so ein Riesenstück Nostalgie. Was das angeht, guckt doch einfach die ersten Folgen. Wenn man mal bedenkt, hier war so ein Dingsbumsens und hier war dann mein Zimmer, da war Johnnys Zimmer. Das Witzige daran ist, das ist gerade. Bedeutet, wäre ja eine unfaire Wand. Eigentlich sollte das ursprünglich eine Doppelwand sein, damit jeder ein gleich großes Zimmer hat. Ich war so gemein und habe meine Seite der Wand abgerissen, damit mein Zimmer ein Block größer ist. Ich glaube, das hat Johnny nie gemerkt. Jetzt kommen die ganzen Wahrheiten raus. So, das hatte Johnny hier ganz nett gemacht. Leider muss ich es abreißen. Es tut mir leid. So leid. Eigentlich. So, wir reißen das ganze Ding einmal auf. Weil wir die ganze Homo-Villa jetzt nämlich abreißen werden. Nein, Spaß. Jetzt stehen bestimmt die ersten Münder schon offen. Oh, der Mond. Ich wollte gerade sagen, trifft der denn gar nicht? Irgendwie treffen die ersten drei Schüsse nicht. Die ersten zwei, ja, keine Ahnung. Jedenfalls hat er echt oft dreimal hat er vorbeigeschossen. Tja, ihr braucht einen neuen Aimbot. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ist so. So, wir haben jetzt hier die Wände. Oh, wir sehen, hier ist ein bisschen geschummelt. Das ist das Winterwunderland. Nein, das ist einfach nur eine Wand. Wir bauen das jetzt einfach alles ab. Nämlich hatte ich ja im letzten Tag gesagt, das Dach ist noch nicht fertig. Und wir fangen zumindest an, den Untergrund schon mal zu schaffen, dass wir das gleich machen können. Das muss auch weg hier. So, gehen wir mal hier rein. Man kommt hier tatsächlich rein. Nur ich kann hier keine Fackeln platzieren. Das ist ein richtiger Geheimraum hier. Könnte man mal ein verstecktes Geheimzimmer machen oder so. So, wir haben kein Birke. Das ist alles ja ein Problem. Wir gehen auf Birkenholz, requesten so ein bisschen, hier so 50. Requesten das, gehen da drauf und bam, haben wir 50 von dem Holz. So, dann müssen wir nur noch den Boden machen. Brauchen erstmal Eichenholz nur. Also so als Wand. Das ist jetzt nicht viel, was ich mache. Ich möchte das hier nur so ein paar Blöcke vergrößern, damit das Haus nicht diese komische Ecke da hat. Das sah jetzt nicht so schön aus und hat man sowieso nie gesehen, weil Alter, wenn du jetzt nicht aufhörst, geht doch. Ich bin Gott. So. Und ja, dann kommt hier das Ding hin, hier ist ja die Decke. Dann würde hier das Dach hinkommen. Aber, na, wer rät's? Pustekuchen, das mache ich jetzt in Folge 1000. Jetzt hat dieser eigentlich Witz, wirklich Witz. Da hätte man ja nie dran gedacht. In Folge 7. Ich meine, wenn du in einem Projekt bist, in einer Folge 7. Kurz vorher hatte ich mein erstes Projekt, Let's Play Minecraft Millionär oder so hatte ich das genannt. Da hatte ich einfach nur Minecraft Millionär und ein, zwei andere Mods gespielt. Das gibt's mittlerweile gar nicht mehr auf YouTube, weil das war so ein Anfänger-Let's Play. Da habe ich viel Scheiße gebaut und so und dachte mir, als ich Videos mal ausgemistet habe, so, nee, komm, das brauchen wir gar nicht mehr. Ja,
So viel dazu. True Story. Und wenn du dann in einer Folge, und also dieses Projekt, worauf ich jetzt wollte, das Projekt hatte ein paar Folgen, 30 oder so, weiß ich nicht mehr. Wenn du dann so ein Projekt hattest, dann kommst du doch nie im Leben auf die Idee, wirklich nie im Leben auf die Idee, in einer Folge 7 eines gerade mal so gestarteten Projektes, dass du tatsächlich bis zu Folge 1000 kommst. Und glaub ja nicht, dass ich jetzt irgendwie noch sterbe oder so vorher. Nee, 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 nee. Ja, das ist ein bisschen, das war jetzt etwas makaber. Trotzdem. I'm still standing, bitch. So, das ist, ja. Und daher war dieser Joke in dieser Folge von Johnny sowas von, ich sag mal, zu 0,0% ernst gemeint. Also so wirklich ganz stumpf. Und was ist? Wir sind fast in Folge 1000. Wir sind in den 930er. Und dieser Joke ist einfach Wahrheit geworden, weil das Dach wirklich nie fertig geworden ist. Es war ursprünglich fertig, aber etwa 3 bis 4 Folgen später, also so die Tage danach, dachte ich mir dann so, als ich die Folgen geguckt habe, das sieht scheiße aus, das muss ich irgendwann nochmal verbessern. So, bedeutet natürlich, dass es von dem Punkt an nicht als fertig gelten würde. So. Habe ich hier diesen einen Block. So, do your thing. Das soll ein bisschen halten hier, das Dach, dass das nicht gleich einstürzt. Aber Moldi, das stürzt doch gar nicht ein. Doch. Doch. Gucken wir mal. Da haben wir die Marble Bricks. Da brauchen wir eigentlich nicht viel von, ne? Machen wir mal so 8. Request. Reicht ja. Wir müssen die Vorstufe machen von... von Cover. Nämlich die Panels. Die hatte Johnny gemacht. Machen uns hier mal eben schnell durch. Geht schneller. Panels hatte er gemacht. Und damit hier so ein bisschen das Haus verschönert, und das sah auch gar nicht schlecht aus, deswegen wollen wir das jetzt mal ehren und weiterführen. Das ist Johnnys letzter Wille. Weil das ein paar Mal gefragt wurde. In Folge 1000 wird Johnny dabei sein. Selbst wenn er nicht will, ich werde ihn zwingen. Johnny gehört in die Folge 1000. Folge 1000 wird viel, 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 wirklich viel beinhalten. Ich brauche immer noch Vorschläge von euch. Das mit dem Krieg und sowas, das ist klar. Aber das reicht ja nicht. Das ist eine Folge 1000. Das muss man sich mal vor Augen halten. Da ist nicht mal so ein bisschen... Folge 1000 soll episch werden. Wirklich richtig episch. Und da möchte ich ein bisschen mehr bieten als einfach nur so ein Pille-Palle-Kampf. Na gut, was heißt Pille-Palle-Kampf? Der wird auch schon episch gestaltet, aber das wird nicht reichen. Jedenfalls nie nicht. Jetzt haben wir wieder diesen einen Brick hier, den keiner braucht. Naja, was soll's. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Vielleicht könnte man später hier noch Lampen einrichten oder so. Nur das Dach, das werde ich noch nicht fertig machen. Da könnt ihr noch gescheit drauf warten bis Folge 1000. Und das wird dann alles so passieren in Folge 1000. Also wirklich so ein kunterbunter Kasten. Ich meine, nicht einfach nur so. Eine Kiste und da ist irgendwie, keine Ahnung. Da ist ein 500-Euro-Schein drin. Wir machen eine Kiste, gefüllt mit vielen verschiedenen 500-Euro-Scheinen. Oder vielleicht auch mal zwischendurch ein 200er, ein 100er. 50 gibt's nicht, das ist eine Folge 1000. Wenn, dann schon richtig.